Servus und Grüße aus dem Camp Autopad. Ja, heute wollte ich euch mal meinen neuen Rucksack vorstellen. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Ja, hier haben wir das gute Stück. Der Rucksack ist von der Firma Miltec. Ja, ich weiß, sagt jeder wieder, oh Miltec, der letzte Rotz, aber finde ich gar nicht so. Miltec hat die Qualität echt aufgewertet mittlerweile, besonders was Rucksäcke angeht. Ich habe mittlerweile 3 Miltec-Rucksäcke und die sind alle top. Mein erster, das war ein 25 Liter Daypacker, den habe ich jetzt schon 5 Jahre. Und ja, an dem ist nichts dran. Also kann mich nicht über die Marke beschweren. So, jetzt kommen wir zum Rucksack. Wie gesagt, Miltec Kommando, um genau zu sein. 55 Liter Fassungsvermögen. Und ja, das Besondere daran ist, der hat ein integriertes Tragegestell, ein Alu-Tragegestell, das ist hier drin verbaut, ja. Der Rucksack wiegt, weiß ich, 500-600 Gramm, würde ich sagen. Ja, und dann kommen wir mal zu den ganzen Fächern. Ja, wie gesagt, ein großes Hauptfach, wo viel reinpasst. Dann haben wir unten noch ein kleineres Fach. Hier ist noch ein kleineres Fach, wo man diverse Sachen reintun kann. Dann haben wir 2 Seitenfächer. Hier passt auch gut was rein. Meine Feldflasche passt zum Beispiel gut da rein. An der anderen Seite nochmal. Ja, dann haben wir hier vorne ein kleines Netzfach. Ja, weiß nicht, was man da reintun kann. Geldbeutel oder so. Ja. Dann haben wir noch ein kleines Vorderfach, wo auch jede Menge Ausrüstung reinpasst. Kleine Ausrüstung zum Beispiel, wie diverse Messer, Kochbesteck, weiß ich, der Geier, ne? Ja, dann hier vorne haben wir eine kleine Patchfläche, wie ihr sehen könnt. Was haben wir noch? Genau. Hier oben haben wir noch ein kleines Fach. Oh, hier ist noch Schnur drin. Das Coole an dem Fach ist, hier ist ein integriertes Raincover mit drin. Ja, finde ich sehr praktisch. Ja, wie gesagt, da kann man auch noch diverse kleine Sachen verstauen. Ja, die Tragegurte, die sind alle gepolstert. Seht ihr ja, die Rückenfläche ist gepolstert. Hier kann man auch noch die Höhe verstellen zum Tragen. Finde ich sehr gut gemacht. Ja. Der Bauchgurt ist auch schön gepolstert. Hier am Bauchgurt, da haben wir noch 2 kleinere Taschen für diversen Kleinkram. Hier und auf der Seite auch nochmal. Ja. Ja, natürlich hat man hier noch einen Brustgurt. Hier sind noch so 2 Schlaufen. Hier kann man irgendwas Karabiner dran anhängen oder so. Dann haben wir oben drauf ein Riemensystem für, ja, ich würde mal sagen, da kann man seine Isomatte oder sowas festspannen.
Hier unten haben wir auch nochmal ein Riesensystem, wo man auch seinen Schlafsack oder so dran befestmachen kann. Ja, soweit so gut. Ne? Trägt sich eigentlich sehr gut. Ich habe jetzt heute nicht so viel dabei gehabt, aber fürs erste Mal tragen hat es sich sehr gut angefühlt. Also kann mich bis jetzt nicht beschweren. Mal gucken, wie das ist, wenn ich mal ein bisschen schwerere Lasten transportieren muss, wie sich das Tragegestell dann verhält. Ja. So, was gefällt mir nicht? Doch, nee, Quatsch, das immer noch nicht. Kommen wir mal zu den Reißverschlüssen. Also die Reißverschlüsse sind alle sehr gut verbaut, vernäht, gute Qualität, alles stabil und ja, macht bis jetzt einen sehr guten Eindruck. Einziger Kritikpunkt, den ich jetzt habe, das ist, es ist halt kein Moldesystem dran, ne? Ja, man kann halt keine extra Taschen oder so befestigen, was ich eigentlich ziemlich schade finde, weil hier an der Seite hätte man noch Platz gehabt, hier unten hätte man noch Platz gehabt für ein Moldesystem. Ja, hier oben drauf vielleicht auch noch, aber naja. Preislich liegt der Rucksack so bei, ich glaube 65 Euro waren es, die ich bezahlt habe. Wie gesagt, kann man nicht meckern. Ich benutze den jetzt eigentlich auch nur für, wenn ich hier im Lager bin, da ich, wenn ich im Lager bin, auch schon mal eine Pfanne mitschleppen muss, wenn ich hier brutzeln will und so. Und da war mein alter Rucksack, der war dann irgendwann mal ein bisschen zu klein dafür. Ja, ich werde ihn jetzt ausweitlich testen. Und aber wie gesagt, ja, er macht einen guten Eindruck. Kann nicht meckern, ne? Ja, das war es eigentlich auch schon wieder. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen den Tag verbringen. Gleich kommt noch ein bisschen Besuch. Dann gibt es gleich noch was Schönes zu essen. Und ja, so soll es sein, ne? Ja, und ihr wisst ja, wie immer, ne? Wenn euch das Video gefallen hat, liken, kommentieren, abonnieren. Und ich wünsche euch noch was. Bis dann. Ciao.